Der Karunsee ist ein Wunder der Natur. Mitten in der ägyptischen Wüste steigt Wasser aus der Tiefe, gespeist vom nahen Nil. Der große Strom bringt Leben in die unwirtliche Sahara. Woher das Wasser bis hierher gelangt, kann den Fischern im See gleichgültig sein. Der hohe Salzgehalt lässt auch Meeresbewohner wie Seezunge und Garnele prächtig gedeihen. Darüber freuen sich die Fischfänger. Ob sie dabei ein Boot benutzen oder Flügel wie der Eisvogel. Bereits vor über 9000 Jahren warfen die Fischer hier ihre Netze und Angelhaken aus, wie archäologische Funde belegen. Doch inzwischen ist das Wasser salziger als im Meer. Süßwassertiere sterben aus. Doch immer noch ist der Karunsee ein kleines Paradies inmitten von Wüste. Die Oase Al-Fayyum verdankt dem Wasser ihre Existenz. Sie ist Ägyptens Garten Eden. Auch das Fayyum ist ein Geschenk des Nil. In der einst abgeschiedenen Oase ist eine neue Zeit angebrochen. Jetzt dürfen hier auch junge Frauen einen Beruf erlernen, der traditionell Männern vorbehalten war. Im Dorf Tunis bietet die Töpferschule Sarah, Hagar und ihren Freundinnen die Chance dazu. Die Mädchen erlernen nicht nur die Grundlagen des Handwerks, sondern können ihre eigenen Entwürfe verwirklichen. Für die Frauen, deren Alltag sich traditionell auf Hausarbeit und Kinder beschränkt, kommt das einer Revolution gleich. Sarah ist 15 Jahre alt und sieht in der Töpferschule nicht nur die Möglichkeit, ihre künstlerischen Talente zu entwickeln. Sie stammt aus einer armen Familie und hat eine klare Vorstellung davon, wie sie ihr Leben in die Hand nehmen will. Zur Schule gehört ein eigener Laden, in dem die von den Schülerinnen entworfenen Arbeiten ausgestellt sind. Zuerst üben wir die Vorzeichnungen auf Papier, bis wir sie perfekt beherrschen. Erst dann bemalen wir die Keramik. Wenn man auf dem Papier Fehler macht, kann man radieren und korrigieren. Und hinterher sieht es gut aus. Wir lassen uns einfach von der Natur inspirieren. Wenn ein Baum schön aussieht, schauen wir ihn uns an und versuchen, ihn auf unsere Weise zu malen. Es ist besser, wenn man sich von der Natur inspirieren lässt, als wenn man nur aus Büchern abmalt. Die von den jungen Frauen entworfenen Teller, Schüsseln und Kacheln finden in Kairo regen Absatz. Reichlich Anlass für die Landmädchen, stolz auf die eigene Kreativität und Arbeit zu sein. Endlich ist es wieder soweit. Sarah und ihre Freundin öffnen ihren Supermarkt. Auch die Nachbarinnen können es kaum erwarten. Die Frauen auf dem Land sind ans Haus gebunden. Der kurze Weg um die Ecke ist da eine willkommene Abwechslung. Gekauft wird ein Snack für zwischendurch und Kleinigkeiten für den Haushalt. Mit dem Geld aus der Keramikschule habe ich diesen Supermarkt eröffnet. Hier im Laden verkaufe ich Trinkwasser, Kaugummi und Kekse. Alles Mögliche. Der Laden läuft gut. Ich bin damit sehr zufrieden. Die beiden träumen davon, das Bütchen zu erweitern. Die Aussichten dafür sind gut. Im Fayyum prosperieren Landwirtschaft und Tourismus.
Doch um die Oase herum wird der Wüstenring aus Sand und Stein immer enger. Die Felsen sind ehemaliger Meeresboden, Überreste des Tethys-Meeres, das hier vor 40 Millionen Jahren das Land bedeckte. Die stetige Erosion lässt den Sandstein verschwinden. Doch überall zeugen versteinerte Meeresbewohner von den dramatischen Veränderungen der Vergangenheit. Heute scheint hier alles Lebendige verschwunden zu sein. Doch einige Spezialisten passen sich in der Einöde besonders gut an. Die Wüste ist für Mansur Talba der ideale Arbeitsplatz. Sie ernährt seine Familie, solange er zurückdenken kann. Damit das Know-how dafür auch in der nächsten Generation vorhanden ist, hat Mansur seinen Sohn Karim mit hinausgenommen. Zu einem Unterricht ganz besonderer Art. Versteckt unter Steinen und im Sand leben hier einige Lebewesen, auf deren Bekanntschaft der normale Mensch gern verzichtet. Mansur verdient mit ihrem Fang viel Geld. Damit er den Arbeitstag lebend übersteht, geht er sehr vorsichtig zu Werke. Hier, nimm du den Skorpion. Ich entferne aber zuerst das Gift, damit du ihn anfassen kannst und er dir nicht mehr gefährlich wird. Kannst du jetzt selbst einen Skorpion jagen? Das hast du also gelernt, wie du das Gift entfernst und wie du ihn fangen kannst. Denk immer daran, du musst ihn auf ganz bestimmte Art greifen. Hier am Schwanz. Das ist sein Schwachpunkt. Jetzt kannst du ihn ruhig in die Hand nehmen. Sieh dir den Sand an, der um die Höhle liegt. Der Skorpion häuft den Sand auf, um seine Behausung zu graben. Daher wusste ich, dass dies sein Platz ist. Verstehst du? Für Karim ist die aufregende Schulstunde noch nicht beendet. Zum Familiengeschäft gehört ein weiteres Wüstentier, bei dem noch weitaus mehr Vorsicht vonnöten ist. Karim, ich bringe dir jetzt die Schlangenjagd bei, weil das unser Beruf ist. Mein Großvater hat es meinem Vater beigebracht und mein Vater hat es mir beigebracht. Jetzt bist du an der Reihe. Die Kobra muss hinter ihrem Kopf so gegriffen werden. Sie ist sehr giftig und gefährlich. Darum müssen wir sie hier von hinten an ihrem Kopf packen und sie vorher mit dem Stab niederdrücken, weil es eine giftige Schlange ist. Also noch einmal, damit du sie festhalten kannst und dich vor ihr nicht fürchten musst, packst du sie immer hinter dem Kopf. Gefällt sie dir? Was machen wir mit der Kobra? Wir bringen sie zur Schlangenfarm und verkaufen das Gift. Durch den Josefskanal ist die Fayum-Oase mit dem Nil verbunden. Weiter im Norden verändert der Fluss seine Gestalt.
Das Delta beginnt. An dieser Stelle liegt seit Jahrtausenden die Hauptstadt Ägyptens, Kairo. In der Umgebung der Metropole zeugen Villen von längst vergangener Pracht. Überbleibsel einer Epoche, als noch Sultane und Paschas herrschten. Kairo, die Starke. Kairo, die Eroberin. Die größte Stadt der arabischen Welt schmückt sich mit großen Namen. An ihrer Größe droht sie aber auch zu ersticken. 20 Millionen Menschen wohnen hier. Basma El Gabri führt Ägyptens ersten Motorrollerclub für Frauen in die Höhle des Löwen, in das historische Stadtzentrum des Molochs. Basma bereitet die Bikerinnen zwar auf kritische Momente vor, aber die Mehrheit der Clubmitglieder wagt sich trotzdem nur im Pulk auf die Straße. Für die jungen Frauen ist es eine echte Mutprobe. Und nur einige Clubmitglieder gehen diesmal das Wagnis ein. Es wurde schon aus Autofenstern nach ihnen geschlagen. Am heutigen Feiertag haben die Frauen sich endlich durchgerungen zu diesem Abenteuertrip. Aus der Vorstadt hinein ins Getümmel. Ich habe Probleme beim Fahren nicht nur, weil ich ein Mädchen bin, sondern weil ich Motorroller fahre. Ich ermutige ganz besonders die Frauen, weil es in Ägypten nicht sehr verbreitet ist, dass Frauen Motorroller fahren. Deswegen mache ich im Internet einen Blog namens Girls Go Wheels. Dort können die Mädchen sich über alles austauschen. Das Ziel ist der traditionelle Khalili-Bazar. Viele der Häuser sind ein halbes Jahrtausend alt. Einst war hier der größte Markt Afrikas. Vor allem der Gewürzbazar lockt immer noch mit seiner orientalischen Produktpalette. Für das geplante Jubiläumsessen ihres Clubs suchen die Frauen nach erstklassigen Zutaten und Gewürzen. Das ist ägyptisches Salab aus Orchideenwurzel. Sehr süß. Bitte das Beste. Hier gibt's kein Handynetz. Weil ein Kunde endlos mit seiner Frau telefoniert hat, was er alles kaufen soll. Am Ende war es dann nur eine Kleinigkeit. Alles. Die Rollerfrauen haben sich noch bei Tageslicht auf den Heimweg gemacht. Voller Stolz, weil sie die Herausforderung Großstadtverkehr gemeistert haben. Ob sie sich hinauswagen soll, steht für Wagia nicht zur Diskussion. Sie muss, weil nur dann etwas zum Essen auf den Tisch kommt. Wagia ist eine der vielen Flussfischerinnen von Kairo. Wir arbeiten bis Sonnenuntergang. Dann gehe ich nach Hause kochen und wir essen. Dann machen wir das Zelt zu und schlafen. Wir stehen wieder auf und fangen an zu arbeiten. Wir bleiben bis 8 Uhr auf dem Fluss. Dann verkaufen wir die Fische. Jeden Tag ist es so. Das ist mein Alltag. Je nachdem, was Gott einem beschert, fängt man 10 Kilo Fisch, ein anderes Mal nichts. Wenn wir eine andere Arbeit finden könnten, würden wir den Fluss verlassen. Wir wissen nicht, wie unsere Kinder hier etwas lernen können. Ich will meine Kinder in der Schule anmelden, aber ich kann's nicht. So müssen Wagias Kinder immer mit aufs Boot. Lesen und schreiben lernen sie nicht. Der tägliche Fang reicht aus, um damit einige Piaster zu verdienen. Es erscheint wie ein Wunder, dass die Fische im verseuchten Flusswasser überleben.
Einen Hygienetest des Gesundheitsamtes würden sie wohl kaum überstehen. Während Wagia ihren Fang an Land bringt, wird im Stadtzentrum bereits gefeiert. Ich mag unsere traditionelle Trommel, die Baladi. Sie gehört zu meiner Familie. Ich bin glücklich, wenn ich diese Trommel spiele. Kairo hat seit dem Mittelalter den Ruf, ein kulturell weltoffener Ort zu sein. Doch seit einigen Jahren haben es Künstler und Musiker schwer, gegen religiöse Engstirnigkeit zu bestehen. Bereits die Demonstration purer Lebensfreude ist so manchem Sittenwächter ein Dorn im Auge. Ich hatte die Trommel sogar bei meiner eigenen Hochzeit dabei. Und dann musste ich den ganzen Abend spielen für die Leute, die an dem Tag eigentlich für mich spielen sollten. Aber die Leute sind so begeistert, wenn ich trommle. Die Verbindung von modernen Rhythmen mit traditionellen Instrumenten ist bei vielen Städtern sehr beliebt. Und sie erinnert daran, dass viele ihrer Familien Wurzeln auf dem Land haben. Im Stadtzentrum liegen die Nilinseln Gizira und Roda. Der Fluss fließt eingezwängt zwischen einem auswuchernden Häusermeer. Wer hier seelisch überleben will, muss sich Inseln des inneren Friedens suchen. Die Musik hilft mir, gelassen zu sein. Sie befriedigt meine seelischen Bedürfnisse. Wenn ich glücklich bin, mache ich Musik. Und wenn ich traurig bin, auch. Ich übe mindestens 2 Stunden am Tag. Für mich ist mein Instrument wie ein Kind neben meinen anderen Söhnen. Es ist für mich das Wichtigste im Leben, nach Gott natürlich. Ich kann mich von meiner Ut nicht trennen und sie sich auch nicht von mir. Fischerin Wagia und ihre Kinder haben zu Hause angelegt. Sie leben zu 5 auf einer Art Hausboot. Die gefangenen Fische werden gesäubert, um am nächsten Morgen verkauft zu werden. Das eigene Abendessen wird aus den Resten zubereitet. Ihr Heim ist ein Ruderboot mit einer Plastikplane. Der elektrische Strom für Glühbirne und Fernseher wird an einer nahen Oberleitung abgezweigt. Hier kämpft jeder ums Überleben. Hier sitzen wir immer. Wenn wir schlafen wollen, legen wir die Matratzen hin und schlafen. Gott sei Dank. Hier kochen wir auch. Alles machen wir hier. Als wir heirateten, hat mich mein Mann hierher gebracht. Ich lebe mit ihm hier auf dem Boot. Das ganze Leben. Wir essen, schlafen und sitzen immer im Boot. Hinter der altehrwürdigen Al-Azhar-Moschee beginnt das Bazarviertel. Die Kairoer kommen gern am Wochenende oder nach der Arbeit hierher, um Tee zu trinken oder Shisha zu rauchen. Es ist ein Ort für die kleinen Freuden des Lebens.
Gleich hinter den bunten Geschäften und Cafés des Khalili-Bazars liegt eine andere, vor den Blicken Fremder verborgene Welt. In der Altstadt von Kairo wird der Einkaufsbummel zum Abenteuer. Hanan El-Ashri wagt sich hierher auf der Suche nach den besten Handwerken des Landes. Die Künstlerin möchte neue Lampen für ihre Wohnung anfertigen lassen, nach ihren eigenen Entwürfen. Zwar soll es nicht die Wunderlampe Aladins werden, aber der Herstellungsprozess entführt sie in eine Welt fast wie aus Tausend und eine Nacht. Ich bin heute hierher gekommen, weil ich das arabische und besonders das ägyptische Kunsthandwerk liebe. Ich liebe alles, was handgefertigt ist. Es ist auch im Detail so gelungen. Für mein Haus suche ich vor allem perfekt gearbeitete Dinge, die mein Leben verschönern. Meine Mutter brachte mich hierher, weil ich schwache Beine hatte. In diesem Beruf arbeitet man sitzend. Darum mag ich diesen Beruf und habe nie gewechselt. Seit 42 Jahren mache ich Gravuren. Gott sei Dank. Was ist das für eine schöne Arbeit, so exakt? Können Sie mir etwas mit einem ganz speziellen Muster anfertigen? Ich zeige es Ihnen auf dem Handy. Eine Blume des Lebens in dieser Art. Mit diesem Muster? Mit diesem hier. Kein Problem. Wie lange dauert es? 4, 5 Tage. 4 Tage. Und was für ein Material? Wenn du willst, Messing. In den mittelalterlichen Gemäuern ist der Herstellungsprozess streng arbeitsteilig organisiert. Für jeden Arbeitsschritt gibt es Spezialisten, wie die Metalllöter. In der Nachbarwerkstatt sitzen Lochmacher und Hämmerer. 10 Stunden am Tag, 6 oder 7 Wochentage, je nach Auftragslage. Vier Tage später nimmt Hanans Lampe bereits Form an. Nebenan produzieren Handwerker ausschließlich Metallschmuck für Minarette und Moscheen. Unermüdlich wird Blech in Form gehämmert. Bei komplizierten Formen arbeitet der Meister nach dem Vorbild der Natur. Gewusst wie, lautet seine Devise. Mit Feuer wird das Metall immer wieder aufs Neue zum Glühen gebracht, um es besser formbar zu machen. So viel Geduld wie der Schmied hat Hanan nicht. Sie möchte jetzt endlich ihre fertige Lampe in Empfang nehmen. Es braucht einige Tage und ein Team aus erfahrenen Handwerkern. Dann ist das Werk vollbracht. Jedes Mal, wenn Hanan in Zukunft die Lampe anschaltet, wird sie sich gern an die Kunstschmiede vom Khan El-Khalili erinnern. Hinter Kairo beginnt das riesige Flussdelta. Der Nil hat jetzt kaum noch Gefälle. Geruhsam fließt er durch das flache Bauernland. Der große Strom teilt sich in zwei Hauptarme, die bei den Städten Rosetta und Damiette ins Mittelmeer münden. Vor dem Bau des Aswan-Staudammes bildeten noch 5 weitere Hauptarme und viele kleine Nebenarme das Delta. In Jahrmillionen hat der Nil Nährstoffe und Mineralien bis zur Mündung transportiert und abgelagert. So wuchs das Delta immer weiter.
Seine Böden zählen zu den fruchtbarsten der Erde. Und die nötigen Wassermengen liefert der Nil wie eh und je mit Hilfe tausender Schöpfräder. Dass das Ackerland versalzt ist und die Saat nur mit Hilfe von Kunstdünger aufgeht, wissen nur Eingeweihte. Für die Landbevölkerung ist die Ankunft des Wassers jedes Mal wieder ein Geschenk Gottes. Ohne den Fluss wäre auch hier Wüste. Das Nildelta ist die größte Oase der Welt. Wie Bauwerke einer untergegangenen Zivilisation stehen die Lehmburgen am Ufer. Hier herrscht der Herr der Tauben. In den frühen Morgenstunden sind seine Schützlinge draußen unterwegs und Sadek kann das Taubenhaus in Ordnung bringen. Die Vögel sind anspruchsvoll. Schnell fühlen sie sich gestört und verlassen ihre Heimstatt. Die Taube fliegt in die Tongefäße und legt ihre Eier ab. Dann fliegt sie wieder weg, um sich neu zu paaren. Ich warte dann wieder 2 Monate auf die Eier, bis ich hochklettere, um die Eier einzusammeln. Sadek ist tagtäglich damit beschäftigt, seine Festung auf Vordermann zu bringen. Der Bau der Lehmtürme war kostspielig und die Investition soll sich lohnen. Mit Tauben lässt sich viel Geld verdienen, wenn man sein Metier so gut beherrscht wie Sadek. Ich suche nach kleinen Täubchen und schlachte sie, um sie zu essen. Den Überschuss verkaufe ich auf dem Markt und verdiene Geld damit. Die Tauben scheinen einträchtig zusammenzuleben. Von Zeit zu Zeit heben sie ab und drehen ein paar Luftrunden. Doch der friedliche Anschein trügt. Überall lauern Sadeks Feinde. Nachbarn warten nur darauf, seinen Schwarm zu sich zu locken. Es wäre der Super-GAU. Darum ist der Herr der Tauben ständig auf der Hut. Vom Verkauf der Vögel allein kann Sadek nicht leben. Das große Geschäft macht er mit einem etwas anrüchigen Nebenprodukt der Taubenhaltung. Den Taubenmist bringen wir auf den Markt zum Verkaufen. Er wird als Dünger von Bauern gekauft, die Tomaten, Auberginen und Gurkenpflanzen. Ein Sack davon bringt 70 bis 75 ägyptische Pfund. Im Moment läuft das Geschäft nicht gut, weil immer mehr Konkurrenten die Tauben weglocken. Und weniger Tauben im Turm bedeutet weniger Mist im Sack. Wenn Sadek die spärliche Ausbeute des Tages in Sicherheit bringt, hat er die Bedrohung vor Augen. Die weiter wachsenden Taubenburgen der Nachbarn. Überall im Nildelta wird fruchtbares Ackerland überbaut. Immer mehr Menschen bevölkern die Ortschaften. Abu Kibir war noch ein stilles Dorf, als Imads Vorfahren ihr Geschäft für Polsterwaren gründeten. Ägypten ist bei hochwertiger Baumwolle Weltmarktführer. Ich hole diese Baumwolle in einem Betrieb, wo die Samen entfernt werden. Sie hat lange Fasern, sehen Sie, wie fest die miteinander verbunden sind. Da sind keine Kerne oder Schalenreste. Das ist erstklassige Ware. In Imads Geschäft werden alle notwendigen Arbeitsschritte selbst erledigt.
Auch die Kissenhüllen sind aus selbstgefertigtem Baumwollstoff. Seine Kunden wollen keine Billigimporte, sondern erwarten erstklassige Qualität. Schon mein Vater und mein Großvater haben in diesem Beruf gearbeitet. Wir sind sehr bekannt. Wir sind die Besten in der Stadt, die so etwas können. Meine Geschwister machen dasselbe in ihren eigenen Geschäften. Die Mitarbeiter wirbeln Luft in die Rohbaumwolle, um sie flauschig zu machen. Imad füllt damit das Polsterkissen. Vor ein paar Jahren führte noch eine ruhige Dorfstraße am Geschäft vorbei. Doch obwohl der Ort seitdem rasant wuchs, stört sich niemand an der Werkstatt auf dem Trottoir. Kurz vor der Mündung eines der beiden großen Nilarme liegt die alte Hafenstadt Rosetta. In großen Schwimmreusen werden Krabben gezüchtet. Die Küste bezieht ihren Reichtum nicht allein aus dem Wasser. Sie ist berühmt als Land der Millionen Palmen. Wer es eilig hat, nimmt das Tuk-Tuk, die Motorrikscha. Nur wenn es nicht auf Geschwindigkeit ankommt, sind Pferde oder Eselsgespann das Gefährt der Wahl. Und allemal billiger als ein Traktor. Der frische Klee vom gepachteten Feld muss Mohammed Gomas Tieren als Nahrung reichen. Der scharfe Hofhund meint es ernst. Wo Rinder und Schafe gedeihen, gibt es neidische Nachbarn. Das Landleben im Delta ist keine Idylle. Viehdiebstähle sind an der Tagesordnung. Nach dem Füttern der Hoftiere hängt sich Mohammed die Kletterausrüstung um. Eigentlich ist die Dattelernte längst vorbei. Ein prüfender Blick in die Baumkronen verrät dem Kenner, wo sich der Aufstieg trotzdem lohnt. Die Palmen liefern mit den Wedeln noch ein weiteres Produkt, mit dem die chronisch leere Familienkasse gefüllt werden kann. Auch für den erfahrenen Kletterer ist die Kraxelei am schwankenden Stamm nicht ungefährlich. Und Mohammed ist auch nicht mehr der Jüngste. Ein paar Jahre muss er noch durchhalten, bis die Enkel alt genug sind. Denn unglücklicherweise wird sein Sohn von Schwindelattacken geplagt. Jeder Palmwedel bringt umgerechnet 30 Cent. Die Wedel müssen noch von den Blättern befreit werden. Frauenarbeit im Akkord. Das wird in Ägypten traditionell schlecht entlohnt. Bei Mansur landet das mühsam gewonnene Rohmaterial. Er schafft aus dem Abfallprodukt kleine Kunstwerke des Möbelbaus. Von so viel Nachhaltigkeit wie in dieser Manufaktur können Sie anderswo nur träumen. Im Namen Gottes des Barmherzigen. Mein Handwerk gibt es schon sehr lange. Ungefähr 1400 Jahre. Mansur baut Betten, Tische, Liegen, Sessel und Stühle. Meine Stühle sorgen dafür, dass man gerade sitzt. Sie sind sehr bequem für den Rücken. Ich übe dieses Handwerk seit meinem 7. Lebensjahr aus. Man muss das bereits als Kind lernen, um alles richtig zu beherrschen. Ich
Für mich bedeutet dieser Beruf Freiheit, weil mich keine festen Termine oder Fristen binden. Bei Mansur schauen ständig Stammkunden oder Verwandte vorbei. Der Besuch ist eine gute Gelegenheit, um als Gastgeber und Unternehmer zu glänzen. Eine Runde Tee, serviert vom ältesten Sohn, ist dann Pflichtprogramm. Betten, Stühle liegen. Alles da. Nebenbei verkündet Mansur seine ehrgeizigen Zukunftspläne. Bald wird er eine große Exportoffensive starten. Überall seien die Leute schon ganz verrückt nach den Möbeln aus Rosetta. Am Flussufer warten Fischkutter auf einen besseren Fang. Einige Kapitäne haben lukrative Pläne. Flüchtlinge übers Mittelmeer bringen. In der nahegelegenen Abu El Nadr Moschee geht es dagegen um Herzensangelegenheiten. Sie wurde erbaut, als in Ägypten noch der türkische Sultan das Sagen hatte. An Feiertagen herrscht Volksfeststimmung. Früher rief der Muezzin noch selbst zum Gebet. Doch jetzt schenkt er nur noch Tee aus. Die Leute kommen hierher, um die Moschee zu besuchen. Wenn eine Frau unfruchtbar ist, steigt sie auf das Minarett. Dann hilft Gott ihr hoffentlich und sie wird schwanger. Aber auch Unverheiratete steigen hinauf, in der Hoffnung auf einen Ehemann. Die Samen des Karob-Baums haben im Volksglauben den Ruf, für Liebesglück und Schwangerschaft zu sorgen. Dieser Baum ist mehr als 300 Jahre alt. Aber niemand weiß genau, wie alt er ist. Ich bin 65 Jahre alt und lebe hier seit 60 Jahren. Ich pflege diesen Baum, esse seine Früchte und verkaufe sie. Das Geschäft im Schatten des Karobaums ist bedroht. Einige Glaubensfanatiker haben vor kurzem versucht, ihn zu fällen. Der Kult um ihn und seine Früchte sei Haram, nicht mit dem Koran vereinbar. Es ging gerade noch einmal gut aus. Das junge Paar am Ufer jedenfalls lässt sich Ali Khalils Samen gut schmecken, damit das Leben am Nil weitergeht. Das Wasser des Flusses fließt träge der nahen Mündung entgegen, als ob ihm auf der langen Reise bis hierher die Kräfte ausgegangen wären. Kein Wunder, nachdem er über tausende Kilometer seines Wassers und der Nährstoffe beraubt, als Müllkippe und Kloake missbraucht wurde. Trotzdem fließt der Strom weiter und fasziniert, wie immer schon. Auch den Ägyptern an seiner Mündung scheint der Nil weiterhin Energie zu spenden. Als ob er zeigen will, noch ist das Land nicht am Ende. Die Werften in Borg Borulus können sich jedenfalls vor Aufträgen nicht retten. Ali El Kusus präsentiert stolz seine Orderbücher. Diese Papiere sind Kaufverträge für Boote zwischen 12 und 15 Metern. Ich baue Ihnen das Boot, wie Sie es wünschen. Der Kunde bestimmt, welches Holz wir verwenden. Heraus kommt solch ein Schiff, wie Sie es hier sehen. Wir bauen es hier vollständig zusammen. Dann wird jedes Teil fotografiert, beschriftet, nummeriert, wieder auseinandergenommen und exportiert. Die Arbeiter in den anderen arabischen Ländern können das Schiff dann problemlos zusammenbauen. Bereits vor 4000 Jahren wurden hier Boote gefertigt. Mit dem gleichen Baukastenprinzip wie heute. Nicht alle Boote werden völlig neu gebaut.
Oft wird wertvolles Holz wiederverwertet. Sayed, schieb das nach links. Jetzt mehr in die Mitte. Ali hat gerade einen Großauftrag für 15 Schiffe an Land gezogen. Die Schiffbauer arbeiten in Schichten rund um die Uhr. Alles ist mit der Hand gefertigt, mit Hammer und Bohrer. Wir benutzen Maschinen, um das Holz zu schleifen, aber sonst ist alles handgefertigt. Die Pläne haben wir alle im Kopf. Hier kommt die Windschutzscheibe hin. Sie kann an der Decke befestigt werden. Das wird das Bett für den Kapitän. Hier kommt das Steuerrad hin. Das ist die Toilette. Ein 5-Sterne-WC. In den Borulus-See fließen mehrere kleine Nilarme. Von Seeseite drückt Salzwasser ins Haff. Die Wassertiefe beträgt kaum mehr als 2 Meter. Der Nil verflüchtigt sich hier still und leise. Er hat sein Werk vollbracht und den Bewohnern an seinen Ufern das Überleben ermöglicht. Er ist der längste Strom der Erde. Bei Kilometer 6853 mündet der Nil ins Mittelmeer. Hier endet unsere Reise entlang der Wiege einer großen Zivilisation.